was ich so höre, wird Batman immer schlimmer. Er schlägt fest dazu. Den Joker getötet zu haben, hat ihn verändert. Was? Wir hetzen uns hier ab und Crane hat sie schon getötet? Ha! Null Gespür für den Moment. Wir beide wissen, dass Angst Theatralik ist. Also gestatte mir die Freude, diese Show aufzuführen. Oh, ich hab das Sackgesicht wohl falsch eingeschätzt. Oh, oh, da kommt das Toxin. Ich kann es fast schmecken. Was passiert hier? Barbara! Ja, jetzt siehst du es. Das Grauen hinter dem Glas. Das Monster, das dein Ende sein wird. Außer du nimmst diese Waffe und verweigerst es ihm. Hör nicht auf ihn! Bitte! Bitte, nein! Barbara, ich bin's! Dein Freund. Du kriegst mich nicht! Das lass ich nicht zu! Du bringst allen, die dir folgen, den Tod. Sir, was geht da vor? Sie ist fort, Alfred. Was meinen Sie? Barbara. Scarecrow hat mich bestraft. Er hat sie getötet. Nein. Oh nein. Sir, wir müssen uns konzentrieren. Die Bürger Gothams brauchen sie. Ich hätte sie beschützen müssen, Alfred. Sie ist meinetwegen gestorben. Sir, bitte hören Sie. Aus sechs Dateien geht hervor, was der Cloudburst macht. Es ist eine Art Zerstäuber. Sir, sehen Sie denn nicht? Scarecrow hat die Mittel, die ganze Stadt in Angstgas einzuhüllen. Sie haben die Aktivierung verhindert, aber es ist nur eine Frage der Zeit. Sir, haben Sie verstanden? Das hat er. Er fragt sich gerade, wie er so weiterleben kann. Master Bruce, lassen Sie Miss Gordons Tod... Der darf nicht umsonst sein. Du kannst sie nicht zurückholen. Lass Onkel Jay übernehmen. Nie mehr dunkle Erinnerungen, nie mehr Schmerz, nie mehr Angst. Ehrenwort. Ivy. Oh nein. Sir? Alfred, führe einen Satellitenscan der Stadt durch. Sag mir sofort, wenn du den Cloudburst hast. Natürlich, Sir. Wo gehen Sie hin? GCPD. Ivy war immun gegen Scarecrows Gift. Sie glauben, sie wird helfen? Sie hat keine Wahl. Das war jetzt doch schon ein wenig... krass. Jetzt wollte ich den Clown für seine geschmackvolle Zensur loben und dann ist er einfach weg. Meine Fresse, ey. Jetzt wird Gordon komplett auf Kriegsfuß gehen. Ich darf mich nicht dem Toxin aussetzen. Warum kommst du nicht rein zu mir? Vielleicht können wir ihr Hirn von der Wand schaben und so das Warum herausfinden. Geht es um mehr als Gotham. Es geht darum, was in diesem Raum aus dir wurde. Der Gefallene hält. Das ist, was die Welt sehen soll.
dachte, die würde ohne den Joker eingehen und sterben. Du. Die Stadt mag ja in Gefahr sein, aber das Vieh da hinten wird zuerst dran glauben. Was Scarecrow wohl mit dieser Maschine von ihm vorhat? Nein. Setzen Sie auf dich, die unfähigen Behörden, alle die feigen Flüchten, alle Augen und Hoffnungen. Runter mit dir! Beim letzten Mal habe ich dir was genommen. Hier bekommst du etwas. Er hat das Gegenmittel bekommen, aber es hat nicht gereicht. Ich muss ihn finden und ihm noch eine Dosis injizieren. Haben wir noch so viel? Vielleicht ist Scarecrow es ja regnend. Davon haben wir hier ja nicht viel. Mann, du immer mit dem Wetter. Hey, wäre doch nett, wenn zur Abwechslung mal die Sonne rauskommt. Auf dass deine Augen versiegen. Die Augen, Batman. Mehr braucht es nicht. Stimmt, mehr brauchst du nicht. Um Ruhe zu geben. Das ist erst der Anfang. Wenn wir in Gotham Erfolg haben, könnten wir das ganze Land einnehmen. Was du denkst. Scarecrow ist ein Freak, Mann, und wir hätten den Job nicht annehmen. Das Batmobil kann in diesem Gebiet nicht selbstständig fahren. Aber sonst geht's hier noch gut, ja? Gut, wie viele Türme haben wir noch? Drei Türme haben wir noch.
Da hinten ist der nächste. Die Cobras hätten ihn zerquetschen müssen. Das wäre mir fast selbst in der Basis passiert. Mit Panzer, ja. Der Neid war nicht vorbereitet. Ist immer eine ganz schlechte Idee, von einem Gegner das Mitgefühl auszulöschen. Man wird so schrecklich effizient. Batman kann sich nicht mehr verstecken. Scheucht ihn raus und macht ihn alle. Du kannst dich auch nicht mehr lange verstecken, Freundchen. Okay, wo ist die Einheit? So viel dazu. Wie schaltet man die Fledermaus aus? Habt ihr gesehen, Meldung? Batman hat keine echten Flügel, du Vollidiot. Außerdem kreischt er bestimmt nicht. Gotham City ist also der Ort, an dem sowohl Batman als auch eine riesige Fledermaus wohnen? Ich bitte dich. Okay. Man-Bat ist also in westlicher Richtung. Denke ich zumindest, dass er dort ist, weil wo sollte er sonst sein? Keine Ausreden mehr. Lernen zu gewinnen oder verschwindet. Der Knight hat mir noch eine Chance gegeben. Ich werde ihn nicht enttäuschen. Okay, hier ist mein Bett erstmal nicht. Da hinten ist er. Nein. War nur eine Reflexion. Was wirklich so schlimm? Oh ja, Scarecrow lässt das Gas auf Batman los und es macht ihn bloß noch gefährlicher. Wer hätte gedacht, dass sich die Fledermaus bisher immer nur zurückgehalten hat? Vor allem verstehe ich dann seine Logik nicht, ihn auch noch sauer zu machen. So, da unten dürfte der letzte Turm in diesem Gebiet sein, oder? Denke ich jedenfalls. Oh, dieser dumme Ritter. Batmans Munition wird bei diesem Teil noch nicht mal den Lack zerkratzen. Er ist geliefert. Unterbrecher. Ich kann das erst sabotieren, wenn ich die Verbesserung für den Unterbrecher habe. Ah, gut. Scheint keine brauchbare Unterbrechung zu sein. Jedenfalls keine, die wir jetzt unbedingt brauchen würden. Mann. Das war dumm.
So kann man Leute auch ausschalten. Das sollte helfen. Redet mit mir, was macht er? Vielleicht sollte ich aber mal die anderen Batarangs auswählen. An diesem Scheißding da vorbeikommen. Kannst du vergessen, dass das was wird? Gut, aufgeklebt. Spezialkräfte. Ja, du kamst mir immer speziell vor. Gut, ich gehe mal davon aus, diese Scheißdinger können wir erstmal nicht ausschalten. Dann bleibt dieser verdammte Posten wohl erstmal bestehen. Das denn? Ohne seinen Wagen ist Batman nichts. Er muss sich erstmal gegen echte Soldaten beweisen. Ist das ein Kampfroboter? Den Reiter oder den Architekten.
Gut. Ihr seid im Vorteil, Nordstein. Ich würde mal sagen, wir lassen die Story erstmal eine Weile sacken und machen dann beim nächsten Mal weiter. Herantraut, nachdem der den Joker abgemurkst hat. Und nachdem Scarecrow seine Gehilfen abgemurkst hat. Jetzt sind wir nämlich auf vollem Kriegsfahrt. Zumindest bin ich hier gerade im Kriegsmodus. Und ich werde jetzt irgendwie dieses bescheuerte Auto auf diese Scheißinsel kriegen. Scarecrow wird immer gruseliger, als würde er sich auf irgendwas freuen oder so. Damit ich die Riddler-Rätsel lösen kann und zumindest Catwoman da raushauen kann. Wenn die auch noch drauf geht, dann habe ich gar keine Laune mehr. Nun gut, als dann, bis dann.